In diesem Video geht es um die Aktivierung von Triggerpunkten im Plantarismuskel. Ein Muskel, der, wenn er Triggerpunkte in sich trägt, Schmerzen im Bereich der Kniekehle, der Wade, aber auch Schmerzen im Bereich der großen Zehe auslösen kann. Ich möchte euch in diesem Video jetzt gleich anhand eines anatomischen Modells zeigen, wo sich dieser Muskel befindet und euch dann auch die Funktionen des Muskels erklären, damit ihr dann in der Folge verstehen werdet, warum bestimmte Bewegungen Probleme bereiten können und warum diese Bewegungen zur Aktivierung von Triggerpunkten führen können. Bevor wir jetzt damit starten, möchte ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung für meinen Triggerpunkt und Faszien einmal eins machen und dann soll es auch danach sofort losgehen mit der Anatomie des Muskels. Wenn du gerade erst begonnen hast, dich mit dem Thema Triggerpunkte auseinanderzusetzen, dann kann es sehr gut sein, dass viele, viele Fragezeichen in deinem Kopf umherschwirren. Jedenfalls ist es so, dass mich sehr viele Fragen zu diesem Thema erreichen. Dinge wie, häufig soll ich mich massieren? Wie intensiv soll ich mich massieren? Wie lange soll ich mich massieren? Mit welchen Massagetechniken soll ich mich massieren? Und was soll ich tun, wenn es nach der Massage mal mehr wehtut? Habe ich hier was falsch gemacht? Wie verhalte ich mich hier? Und auch zu dem Thema Dehnen werden mir sehr viele Fragen gestellt. Dinge wie, häufig soll ich mich dehnen? Wie intensiv soll ich mich dehnen? Wie lange soll ich mich dehnen? Bringt Dehnen überhaupt etwas? Weil manchen Leuten bringt es akut erstmal nichts und es verschlimmert ihre Schmerzen. Und hier stellt sich dann berechtigterweise die Frage, wann soll ich mich nicht dehnen? Denn das ist tatsächlich manchmal der Fall. All diese Fragen habe ich zusammengepackt und in einem kleinen Kurs beantwortet. Und den erhaltet ihr, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet. Dieser Kurs heißt Triggerpunkte und Faszien einmal eins. Und die Anmeldung zum Newsletter findet ihr hier direkt unter dem Video. Hier sehen wir den Plantaris am anatomischen Modell und das erste, was wir erkennen können, ist, dass es sich um einen sehr, sehr langen Muskel handelt, der allerdings vor allem aus seiner Sehne besteht, die wir hier sehen können. Ja? Und wenn es jetzt um die Ursprungs- und Ansatzpunkte des Muskels geht, dann können wir auch sehr schön erkennen, dass der Plantaris hier ganz unten am Oberschenkel entspringt, ja, hier am Femur, das ist der Oberschenkelknochen, und dann zieht er zwischen den beiden Kondylen des Oberschenkels, also hier haben wir die äußere Kondyle, die laterale Epikondyle und die mediale Epikondyle. Zwischen diesen beiden Kondylen zieht er hier über das Kniegelenk drüber mit seinem Muskelbauch, um dann hier im oberen Bereich der Tibia, im oberen Bereich des Schienbeins in seine Sehne überzugehen, die sich dann über die gesamte Länge des Unterschenkels erstreckt und dann hier unten am Fersenbein ansetzt. Und wenn wir uns jetzt hier diesen Verlauf des Muskels ansehen, können wir auch schon zu einem gewissen Grad seine Funktionen erahnen. Zum einen ist das die Beugung des Kniegelenks. Das ist eine Funktion des Muskels. Und dann haben wir noch eine Plantarflexion. Ja, also das macht er, indem er das Fersenbein nach oben zieht. Und dort werden somit die Zehen nach unten gestreckt. Das wäre eine Plantarflexion. Und dann, da er vor allem mit seiner Sehne hier unten ja, etwas medialer ansetzt und der Muskel aber hier außen am Femur entspringt, haben wir so einen ganz leicht diagonalen Verlauf. Und wenn sich dann der Plantaris anspannt, dann führt das eben hier in den Sprunggelenken zu einer Inversion und Supination. Ja, also wenn im Prinzip die Außenseite des Sprunggelenks gedehnt wird. Das wären einmal die Funktionen des Muskels. Und dann möchte ich jetzt weitermachen mit der Aktivierung von Triggerpunkten im Plantaris. Bei der Aktivierung von Triggerpunkten im Plantarismuskel sind natürlich wieder sehr viele Szenarien möglich. Ein Szenario, was selten vorkommt, aber wenn es vorkommt, sehr häufig zur Aktivierung von Triggerpunkten führt, ist, wenn der Muskel abrupt und unerwartet und sehr stark gedehnt wird.
Und das passiert, wenn das Kniegelenk gestreckt wird und das Sprunggelenk ebenfalls gestreckt wird, und zwar in Dorsalextension, das heißt, wenn die Zehen nach oben gezogen werden. Ich blende dafür einmal kurz ein Bild ein. Hier sehen wir jetzt ein durchgestrecktes Kniegelenk und ein Sprunggelenk in Dorsalextension. Die Zehenspitzen sind nach oben gezogen. Und diese beiden Bewegungen stellen die Gegenbewegungen dar, die der Plantarismuskel unterstützt. Welche da wären? Eine Kniegelenksbeugung und eine Plantarflexion. Das bedeutet, die Zehen nach unten zu drücken. Und das bedeutet natürlich, wenn wir jetzt in diese Bewegung hier kommen, Kniegelenksstreckung und Dorsalextension des Sprunggelenks, wird der Muskel abrupt gedehnt. Und das kann zur Aktivierung von Triggerpunkten führen, vor allem dann, wenn es unvorhergesehen und sehr plötzlich passiert. Und ein Szenario, bei dem das möglich wäre, das ist, wenn ihr lauft oder wenn ihr geht und dann unvorhergesehen in ein Loch tretet, wenn ihr eure Ferse aufsetzt. Also eine eher seltene Geschichte, aber wenn sie auftritt, kann es eben dann zur Aktivierung von Triggerpunkten im Plantaris führen und dann zum Beispiel auch zu Schmerzen im Bereich der Kniekehle. Der Plantaris kann aber natürlich auch aktiv überlastet werden. Das bedeutet, wenn er in seiner Funktion überlastet wird, über das Maß hinaus, was er aktuell zu leisten imstande ist. Und die Bewegungen, die hier vor allem problematisch sind, das sind die Sprunggelenksstreckungen, also wenn wir die Zehen nach unten drücken in den Boden hinein. Und hier haben wir einfach ein sehr, sehr breites Spektrum an Bewegungen oder besser gesagt Intensitäten, die Probleme bereiten können, je nachdem, in welchem Zustand sich euer Körper befindet. Wenn ihr euch zum Beispiel gerade am ganz unteren Spektrum befindet, wenn ihr aus der Reha kommt, vielleicht eine Kniegelenksoperation hattet, sehr schwach seid oder generell euch sehr wenig bewegt oder sehr alt seid, dann kann es sein, dass das Spazierengehen schon zu viel ist für den Muskel und ihn überlastet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich möglich, dass wir den Muskel zum Beispiel beim Trailrunning, beim Bergsteigen überlasten. Auch hier haben wir die Streckungen nach unten des Sprunggelenks bei jedem Abdruck, bei jedem Schritt, den wir tun, und das kann den Muskel überlasten. Was hier ganz wichtig ist, diese Überlastungen sind relativ zu sehen. Ja, das seht ihr vielleicht schon daraus, ja, einem Sportler wird das Spazierengehen überhaupt nichts machen. Wohingegen jemand, der sehr, sehr unsportlich ist und zum Joggen geht, ganz locker da schon seinen Plantaris überlasten kann, gegebenenfalls. Das ist das eine. Also eine Überlastung ist relativ zu sehen. Das andere, was ich sagen möchte, ist, dass diese Bewegungen an und für sich eigentlich nicht das Problem sind, sondern das Problem ist, wenn wir körperlich vorbelastet sind, wie zum Beispiel nach einer Operation, einen sehr hohen Muskeltonus haben, vielleicht noch ein Schonmuster, die im Nervensystem drin sind, dass wir uns nicht sehr gut bewegen und dadurch dann die Muskulatur einfach nicht optimal angesteuert wird und es somit schneller zu Überlastungen kommen kann. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist einfach die, dass diese Überlastungen dann vor allem auftreten, wenn wir mit unseren Aktivitäten keinen gesunden Menschenverstand an den Tag legen, wenn wir Umfänge im Training oder der Aktivitäten zu schnell steigern oder Intensitäten. Das bedeutet, wenn wir anfangen, auf einmal sehr schnell zu joggen oder sehr schnell Fahrrad zu fahren oder den Berg schneller raufgehen, wenn wir längere Bergtouren machen, länger joggen gehen, ja, dann sprechen wir von einem höheren Trainingsvolumen oder Volumen der Bewegung oder der Aktivität oder auch Trainingshäufigkeit oder Häufigkeit von der Aktivität. Wenn ich sonst einmal die Woche oder einmal im Monat in den Berg gegangen bin oder Sport gemacht habe und dann auf einmal dreimal die Woche Sport mache, dreimal die Woche in den Berg gehe, dann hat mein Muskel natürlich Probleme unter Umständen, sich den Belastungen anzupassen, weil wir abrupt eine sehr hohe Progression haben und das kann dann eben zur Überlastung führen. Was könnt ihr tun, wenn ihr jetzt hier Probleme im Plantaris habt? Ihr könnt die Triggerpunkte in diesem Muskel sehr schön selber deaktivieren, indem ihr euch selber massiert. Wie das geht, das zeige ich auf meiner Website auf der Seite des Plantaris. Wenn ihr euch nicht auf dieser Website gerade befindet, den Link dazu findet ihr hier unter dem Video in der Beschreibungsbox auf YouTube. Damit bedanke ich mich dann für eure Zeit. Wir sind hier am Ende angelangt des Videos. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Aufklärung schaffen konnte und würde mich tatsächlich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos mal wiedersehen.